Willkommen zurück zu Live Alive. Wir haben in einem kurzen Part die Gegenwart mit Ryo Son Goku Kazuma abgeschlossen und machen jetzt weiter mit dem kaiserlichen China. Ein alter chinesischer Meister des Kung Fu möchte vor seinem Tod seine Kampfkunst an jüngere Generationen weitergeben. Er verlässt sein Zuhause auf dem Berg des Strebens, um einen würdigen Erben für sein Vermächtnis zu finden. Er findet drei Schüler, die nun schonungslos trainieren, um ihre Körper zu stehlen, Reflexe zu verbessern und ihr wahres Potenzial zu entfalten. Wer von ihnen wird der Herausforderung trotzen und der nächste Meister werden? Das finden wir jetzt heraus. Wir wollen das kaiserliche China spielen. Ha! Ho! Ist so ein bisschen falsch. Nee, ich glaube, jetzt ist besser. Es ist sehr heiß, es ist unangenehm heiß, muss ich sagen. Ich mag das nicht. Ich hasse Hitze. In time, all fades from memory. Nevertheless, for the sake of future generations, an old man labors tirelessly to preserve his legacy. Er ist der Erdherz Shifu. Ja, der Erdherz. Okay, das ist aber der Geiler. Lore. Iye. Z, würde ich sagen. Das ist er. Das ist unser geiler Shifu. So. Hauptcharakterdesign von Yoshihide Fujiwara. Law Iez. Gentle streams may surge with such strength to shatter even hardened stone. To cultivate the soul and surpass the flesh. To strive for something greater than oneself. That was his kung fu. As I feared. Du bist schwach geworden, alter Mann. I've not a moment to lose. I must use what time is left to me. A young prodigy, as strong in body as he is in spirit, a worthy successor to my heart. Das kaiserliche China, die Nachfolge. And so it was that the Shifu began his search for a young heir. Das Fenster ist übrigens auf, so wundert euch nicht. Since he last ventured down from the mountains. Aber wir können uns bewegen, okay. Ja, dann bewegen wir uns mal. Was schauen wir haben? Da ist doch ein paar wettergegerbte Stiefel. Das ist doch ein paar Quilin-Stiefel. Ich habe so viele Stiefel in meiner Hütte. Das finde ich richtig geil.
Oh, ich habe da Brötchen mit roten Bohnen liegen gelassen. Und hier habe ich nichts drin gemacht, ich enttäuschter alter Mann. Und das ist ein wettergegerbtes Gewand. Und wettergegerbtes Gewand, ich habe so viele von denen, ich bin stolz. Und hier habe ich Brötchen mit Schweinefleisch versteckt. Ich glaube, das ist ein bisschen schimmelig geworden. Und hier noch eins, das ist doch gut. Es freut mich, dass du das alles hier versteckt hast, aber warum? Das ist meine Frage, warum? Warte, ich mach mein Mikro ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie die unbequeme Aufnahmeposition gerade erwischt. Passiert halt. Gut, hast du schon und... Ich glaube, die hier gebe ich dir lieber. Denn du sollst der beste Charakter sein. Wahrscheinlich sind deine Schüler dann auch... Der Rest, also die neuen Teammitglieder, würde ich sagen. Berg des Strebens. Oh, das ist ein bisschen Weißklee. Und das ist auch ein bisschen Weißklee. Das muss er alles kommentieren. Das denkt er nämlich. Also unten müssen wir hin, also gehen wir nach oben zuerst. Also immer erst die falschen Wege abgrasen. So macht man das ja in einem RPG. Zumindest haben wir jetzt mal eine richtige Story, mal wieder so ein richtiges Gameplay, muss man sagen. Dafür, den wir Ninja Boy hatten, bei dem man nicht kämpfen durfte und... Also man darf schon kämpfen, ich habe schon nachgelesen, man kann also 100 Tode machen. Also es ist Maximum 100 Tode, es sind insgesamt 100. Und ja. Oder man kann es auch auf 0 schaffen anscheinend. Ah, und das war der Ort vom Anfang. Wahrscheinlich werden wir dort später mit den Schülern trainieren. Dann ist das ja erstmal irrelevant, dann gehen wir wieder nach unten. Unterlaufen, ja. Ja, und dann hatten wir ja noch eigentlich nur Mini-Boss-Rush mit Ryu, Son Goku, Kazuma. Also immer wieder Zeit wieder für ein bisschen normales Gameplay, würde ich sagen. Reicht ja auch mal wieder, so. Rechts waren wir schon. Ach ja, das ist unsere Hütte, genau. Und dann wollen wir eben nach unten. Nach unten wollen wir. Oh ja, da geht's lang. Sagen die Schilder eigentlich was? Weg zum Berg des Strebens. Ich habe gerade Berg des Sterbens gelesen. Das ist auch geil. Ah, okay, wir haben jetzt mehrere Orte. Wahrscheinlich für alle Schüler. Südwesten Wong, Nordosten Markt von Junfa und Westen Bambuswald. Machen wir den Bambuswald zuerst. Ich glaube, die Reihenfolge ist egal, würde ich sagen. Wahrscheinlich trainieren wir sowieso erst mit allen Schülern zusammen. Bambuswald voraus. Vorsicht, Banditen. Obwohl, wir kämpfen doch schon ein bisschen. Hätte ich nicht erwartet. Oh, ein bisschen Vorsehung der Natur. Ja, das kenne ich. Also jetzt haben wir hier haben wir wieder richtige Encounter. Wilder Tiger erwartet uns. Wir haben Tadel des Tigers und des Drachen. Erster Schritt des Reisenden, betäube einen Gegner. Rückzug des Affen, verhöhne einen Gegner mit einem ordentlichen... Dann mach ein paar Schritte zurück. Ablehnung des Löwen, überrasche einen Gegner mit einem plötzlichen kraftvollen... Okay. Entzückung des Streifenhörnchens, hole einen Gegner ein und lass ihn... Okay, das ist auch toll. Ja, das ist... Und Pfeil des unsichtbaren Bogens. Kontre Gegner, die aus der Entfernung angreifen mit konzentrierter Willenskraft. Das ist aber eine Reaktion, okay. Was haben wir denn, einen starken Angriff? Nö, wir haben nur Anmut des weißen Fuchses und ja. Was ist denn deine Schwäche? Das soll besser rausfinden. Was ist deine Schwäche? Deine Schwäche ist der Sprung, den wir leider nur als Konter haben. Probier's mal aus. Enough. Das war schon stark, okay. Ja, also der Meister, also Law IEZ ist sehr stark. Nochmal Tadel des Tigers und des Drachens. Können wir nicht machen, müssen nicht neben dran stehen. Wie viel Schaden macht das? Das macht auch. Das ist allgemein, also der ist sehr stark. Ich glaube, die Schüler werden das Problem sein. Oh, er levelt auch gar nicht. Hä, welches Level hat er denn? Gut, er gibt Sinn, dass er nicht levelt, weil. Ah, er ist ja schon Stufe 10. Ich nehme an, Stufe 10 ist sowas wie das höchste Level, was man haben kann. Nichts mehr als Unkraut. Diese Jugend heutzutage. Irgendwas verfolgt uns. Ja gut, okay, dann müssen wir ihn ja nicht trainieren. Er muss halt nur wahrscheinlich mit besserer Ausrüstung
Er muss halt nur bessere Ausrüstung bekommen. Die Schüler werden wahrscheinlich das sein, was man trainieren muss. Dann lohnt es sich ja gar nicht zu kämpfen. Eigentlich lohnt es sich nicht zu kämpfen, aber ich mach's trotzdem, weil Baum. Ja gut, dann machen wir mal Ablehnung des Löwen. Alter, jetzt bin ich pisst, denn ich bin ein Tiger und kein Löwe. Und ich möchte nicht abgelehnt werden. Machen wir Rückzug des Affen. Was habe ich von einem Mann namens Kiba gelernt? You did well. Ah, links könnte ja noch was sein. Haben wir dann vielleicht noch so ein Bonus-Item? Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ah, Büschel Vorsehung der Natur. Und ein Büschel von irgendeinem geilen Ding. Oh, ich liebe geile Dinge. Das weiß ich, Sensei. Guten Tag. An old man should know better than to walk alone in the woods. Hand over your money. Quickly, or else. Ich fürchte, ich habe nichts für dich. I am afraid I have nothing for you. What was that? I said I have nothing to offer. Nothing to offer that you would appreciate, that is. That right. Don't think I'll go easy on you because of your age. In fact, I think your long life ends today. Okay, machen wir halt schnell. Ich glaube, sie wird eine Schülerin, glaube ich. Also, es klingt zumindest schon so. Machen wir Lei Kugo kaputt. Was ist deine Schwäche? Du hast eine Fußresistenz. Ja, okay, dann kann ich leben. Machen wir Anmut des weißen Fuchses. Das sieht ja trotzdem ein bisschen aus, für das, dass sie schwächer ist als er. Oh, das war sehr schmerzhaft. Machen wir Ablehnung des Löwen. Das mag sie ganz bestimmt. Los. Ja, das war schon heftig. Und du kriegst es gleich nochmal ab. Hier, Ablehnung des Löwen Teil 2. Nein, bitte nicht. Oh, ich wurde von einem alten Kauz besiegt. Autogeräusche draußen. How could this happen? How could I lose to this fool four times my age? The young would do well not to disrespect their elders, nor underestimate their skill. I must say, I'm impressed by your speed and agility. Might you consider abandoning this life of banditry and instead allow me to teach you my kung? Piss off, old man. Piss off. Though, it's going to eat at me, not knowing how you won so easily. Fine, I accept. Let's see what's so great about your kung fu. But don't misunderstand me. You're not my shifu, and I'm not your student. Once I've learned your secrets, I'll get my revenge on you. You've a lot of spirit, young lady. Oh, I'm no lady. I'm Lei, Lei Kugo. And don't you forget it. You may rest assured that I will not. It is a good, strong name, worthy of pride. But pride will lead you astray if you let it. As it did, not so long ago. Quick with the retorts, aren't you? Lead on then. We'll see if you're as good as you say. Lei Kugo ist nun deine Schülerin. Haben wir da noch irgendwas Interessantes? Welches Level bist du denn? Lei Kugo. Ja, das kannst du gerne haben. Hier kannst du auch die Stiefel noch nehmen. Ja, ich glaube, jetzt können wir mal gegen die Tiger kämpfen, weil jetzt sind wir auch gut gelevelt. Also jetzt können wir auch leveln, meine ich. Ich glaube, manchmal scheiße. Wilder Tiger, ja, komm. Dann zeigen wir mal, was wir können. Machen wir Ablehnung des Löwen? Nö, jetzt willst du erst kauen. Das Tiger. Oh, der Tiger war stark. Ja, ungefähr so. Oh, ich darf sofort wieder angreifen. Der Melee. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich muss erstmal hinlaufen. Lass mir Zeit. Wir haben Affenpfote. Kratze einen Gegner mit der Schnelligkeit eines Affen. Rüge der Katze. Tritt einen Gegner mit der Windigkeit einer Katze.
Raserei des Eisvogels und Angriff der Schlange. Ja, jetzt bin ich ein bisschen weit weg. Ah, lass mal gucken, ob ich es hinbekomme. Ich dachte, das ist irgendwie nur so schräg. Das ist irgendwie voll doof. Irgendwie ist das wirklich doof. Ich probiere gerade ein bisschen rumzuprobieren mit ihr. Aber wenn ich dann eine bestimmte Position einnehmen muss, ist das ein bisschen nervig. Dann machen wir Angriff der Schlange. Das war auch stark, also... Welches Level ist sie denn? Das klingt jetzt nicht so nach Level... Level 3? Okay. Also dann wird sie ja definitiv stärker als der Meister sein. Kehrt um, wenn euch euer Leben lieb ist. Och. Das klingt schon wieder so nach einem... Oh, hier hast du einen Bonus-Boss, den du nicht besiegen musst, aber... Und das Ziel sagt ja auch nicht, dass wir da lang müssen. Das ist wahrscheinlich so ein... Wenn du ein bisschen Bonus haben willst... Eine extra Herausforderung. Viel Spaß dort. Festung der eisernen Faust. Was willst du, alter Mann? Das ist kein Ort für Leute wie dich. Oder ist es ein späterer Dungeon erst? Okay. Vielleicht ist auch dort der Anführer. Also der Hauptboss. Weiß ja nicht, was wir geplant haben. Ich ignoriere jetzt mal den Tiger, wo wir den kämpfen könnten. Ach komm, mach mal. Ein bisschen Level muss er sein. Obwohl man ja nicht so viele Erfahrungspunkte bekommt. Weil die auch nicht so stark sind. Ja, zerreißt mich. Wir sind immer so weit weg, deswegen müssen wir immer so weit laufen. Wir machen gerne Ablenkung des Löwen, wie immer. Wenn das auch sofort wieder angreifen kann. Der lädt also echt schnell auf. Langsam. Angriff der Schlange, das müsste dich doch jetzt töten. Möge Angriff. Boom. You're all talk. Also man kriegt schon ein bisschen Erfahrung, aber es ist nicht so viel, dass ich jetzt sagen würde, boah, es lohnt sich. So viel leider auch nicht. Hi, Tiger. Ja, das Problem an dem Pass hier, der ist sehr echt eng und deswegen können wir kaum leveln. Ja, wir könnten höchstens noch Entzückung des Streifenhörnchens machen. Dann können wir gucken, ob wir da... Wie viel Schaden wir damit machen. 45 Schaden ist trotzdem viel. Und das müsste ihn jetzt eigentlich töten. Ja. Also wir können sogar angreifen, ohne einmal getroffen zu werden bei dem Tiger. Bin ja gespannt, wie die anderen sind. Also Lei Kugo geht eigentlich. Die ist ganz angenehm. Gut, dann würde ich sagen, zuerst nach rechts. Und dann gehen wir nach unten. Also unten machen wir als letztes. Ich glaube, jetzt kommt der Markt, oder? War das so? Nach Westen, Südwesten, Wong. Also geht es anscheinend zuerst nach Wong, würde ich sagen. Sieht jetzt aber noch nicht so nach Wong aus. Es geht jetzt gerade wieder in den Norden, würde ich sagen. Markt von Jungfer. Okay, wir sind doch im Markt von Jungfer gelandet. Okay, dann habe ich mich verguckt. War das von Nordosten? Stand auf Nordosten gerade? Ich bin mir nicht sicher. Euer letzter Besuch ist eine Weile her, Meister. Das stimmt. Meister, ihr seid zurückgekehrt. Es tut so gut, euch zu sehen. Ja, ich bin Loye Z. Dieser Grobian treibt sich seit kurzem herum, machte Ärger. Ach, lass mich raten, er nimmt nur Banditen und Grobiane und so wahrscheinlich. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass er immer solche Leute nimmt. Ich hätte gesagt, das Girl wird unser Teammitglied, aber mit ihm habe ich nicht gerechnet. Essen, essen, essen. Ich liebe mein Essen. Schlag mich doch mal. Komm, ja, essen, essen. Hahaha. Also, der Gastwirt, der randaliert hier aber gerade schon die ganze Stadt.
Was? Ein Free Meal? Ja, da kommen alle, da machen sofort, da kommt Zivilcourage, also. I can't. I don't have any money. Oh, really? Well, we'll just have to find another way to settle this then. Hm, was könnte ein anderer Way sein? Vielleicht reden wir mal. This idiot's been stealing food from me since I don't know when. He single-handedly brought my business to the brink of ruin. Teach the scoundrel a lesson. Warum lässt du ihn dann essen? Oh, come now. I'm not being unreasonable. I've got mouths to feed, you know. A wife and half a dozen kids. Unless you'd like to foot the bill. Nun ja, okay. If you're not willing to help, then just stay out of it. Ja, okay, dann knüpfen wir uns mal den Burschen vor. Oh, Shifu, lang nicht mehr gesehen. Ja, ich habe vorhin nicht gesagt, ich knüpfe den Burschen vor. Der arme Dieb, der will das doch gar nicht. Der hat nur Hunger gehong. Hakta, Hacker. Hong Hacker, der Hacker. Seine Schwäche, er hat keine, er darf nur nicht mit Hammer getroffen werden. Gut. Dann hier Ablehnung des Löwen nur für dich. Die stärkste Attacke. Meiner Meinung nach. Oh, so stark ist die bei ihm aber nicht. Okay. Pfefferschweinpfanne. Wieso macht er uns fertig gerade? Das gefällt mir nicht. Dann hier Anmut des weißen Fuchses. Ja, jetzt hast du keine Chance mehr. Oh, jetzt brauchst du nicht gleich fliehen. Anmut des weißen Fuchses. Enough. 9-6 ist die Schweinefüße. Nein, mach das nicht. Boah, also. Der Meister ist schon ein bisschen alt geworden, dass er sich von sowas besiegen lässt fast. You did well. Oh, such strength. That was incredible, Shifu. Let that be a lesson to you, thief. Steal from me again, and I'll take it out of your hide. Und wer kriegt jetzt das kostenlose Essen? Tell me. Wir? Why take without paying what is due? I cannot pay because I have no job. No one will hire me. I have no skills, no trade. My words are poor, but my body is big, as is my hunger. I must eat. Young man, do not bemoan your body. It is a gift. Huh? But it is why I suffer. Why people laugh and call me names. How is that a gift? Because it makes you wonderful and unique. But it is for you to decide whether you will embrace your potential or deny it. You think I have potential? You move with the swiftness of a man half your size. Practice. After I eat, I must run. Come with me, and I'll see that you never want for food. All I ask in return is that you take part in a few training exercises. Think of it as a job, if you like. A job? I've always wanted a job. Thank you, Shifu. I accept. Tell me. Hong. Hong Hacker. When do we start? Hong der Hacker. And when do we eat? Ha ha! Wir haben schon langsam ein großes Team, also... Nur für ihn habe ich, glaube ich... Habe ich schon Ausrüstung? Ich glaube nicht, oder? Haben wir schon Ausrüstung für ihn? Doch! Porzellanschlüssel konnten wir ihm geben. Okay. Machen wir weiter. Jetzt kann sich wieder jeder wieder heiße Suppenknödeln gütlich tun, ey. Geh zum Meister und bitte ihn darum, dich zu trainieren. Ich kann es kaum erwarten, noch so einen Knödel zu bekommen. Ich liebe Knödel.
Jetzt kann sich wie jeder bei euch so keinen Knödel da geben, ey. Haha. Habt ihr schon gehört? In Wong geht eine Krankheit um. Ich hoffe, sie breitet sich nicht bis hierher aus. Sie nennt sich Sharona. In Junfa essen die Leute am liebsten in Häusrestaurant. Hoffentlich lassen sich in den kommenden Tagen mehr Kunden blicken. Hab Dank, nehmt das. Das ist doch ein Brötchen mit Schweinefleisch, von denen ich noch ein paar verschimmelte habe. Er könnte recht haben, vielleicht sollte ich einfach essen, was ich will und wann ich es will. Das stimmt. Ein junger Mensch mit deftigem Appetit sollte sich satt essen. Hier, das soll euch gehören. Oh, eine Porzellanschüssel. Hab ich noch gar nicht. Dieser Vielfraß hat alle meine Suppenknödel gegessen. Es wird ewig dauern, bis ich einen neuen Schwung zubereitet habe und ich habe keine Zutaten mehr. Hier kommen wir nicht durch, damit wir wahrscheinlich auch nicht weiter die Stadt erkunden können. Ein Mann, der keine Suppenknödel isst, ist kein richtiger Mann. Ihr habt's gehört. Wenn ihr ein richtiger Mann sein wollt, müsst ihr Suppenknödel essen. Ich hoffe, ihr habt's verstanden, meine lieben Schüler des Internets. Weiter geht es. Berg des Sterbens, wie ich ihn gerne nenne. Jetzt nach Süden. Der Markt von Junfas ist von Nordosten. Okay, ich habe mich verguckt. Südwesten ist Wong. Dann würde ich sagen, zuerst nach dort. Es gab noch keine Treppe nach unten sonst, oder? Hier sonst, ja. Ab nach Südosten, ja. Wong erwartet uns.